Guten Morgen, Schachwelt, und herzlich willkommen zum Schach im Turm-Kanal. Ja, warum heißt dieser Kanal Schach im Turm? Inspiriert ist das Ganze von unserem Schachturnier in Ottenschlag, das auch heuer wieder zu Pfingsten stattfinden wird. Am 26. und 27. Mai findet in Ottenschlag im Waldviertel Schach im Turm, das Schachturnier statt. Wir spielen am Freitag ein Blitzschachturnier mit 7 Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 5 Minuten plus 5 Sekunden Increment pro Zug. Und am Samstag gibt es Schnellschach mit 20 Minuten Bedenkzeit. Und am Samstag wird auch die niederösterreichische Landesmeisterschaft im Schnellschach ausgetragen. Und wir freuen uns sehr. Das Schloss in Ottenschlag ist wirklich ein wunderbarer Spielort. Das Waldviertel ist sowieso, ich lebe dort, wo andere Urlaub machen, ein herrlicher Ort mit ausgedehnten Waldspaziergängen. Ich habe heute in der Früh schon einen gemacht. Und ja, also ich kann euch allen nur empfehlen, kommt zu Pfingsten ins Waldviertel nach Ottenschlag, am besten mit der ganzen Familie. Wir haben ein wunderbares Jugendturnier. Das Turnier A richtet sich hauptsächlich an Schülerinnen und Jugendliche. Und wir haben dieses Mal eine besondere Überraschung. Schach boomt ja total. Und zwar nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, früher mit alte weiße Männer in verrauchten Hinterzimmern, in Lokalen sitzen, stundenlang nachdenkend über verschrumpelten Plastikbrettern. Nein. Die Zukunft des Schachs gehört den Streamern, gehört online, gehört der Live-Übertragung. Und deswegen werden wir Schach im Turm heuer auch live ins Internet übertragen. Es wird dafür auf YouTube einen eigenen Kanal geben. Und wir werden nicht nur die Spiele moderieren, nicht nur die Spiele übertragen, sondern die Spiele werden auch moderiert. Und ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, die erste und einzige deutsche Schachgroßmeisterin, die wunderbare Elisabeth Petz, als Moderatorin für Schach im Turm gewonnen zu haben. Und die Elli, wie ich glaube, dass sie von ihren Freundinnen und Freunden genannt wird, wird am Freitag am Vormittag auch mit den Schülern und Schülerinnen der NMS Ottenschlag ein Simultanspiel machen. Ich unterrichte ja dort ehrenamtlich Schach. Und ja, ich freue mich sehr, dass das gelungen ist. Und ich glaube, dass Schach im Turm heuer eine ganz tolle und wunderbare Sache wird. So, aber jetzt lasst uns, ich habe ja noch was vorbereitet. Also vielleicht gibt es mir ein Feedback, wie euch das gefällt. Wenn es gut ankommt, dann werde ich die Schachtruhe aus dem Schloss mit ein paar historischen Sachen vielleicht hin und wieder auspacken und diesen Kanal bespielen. Es gibt eine wunderbare Sache, also Schach ist ja wirklich ein faszinierendes, was ist es? Ein Spiel? Ein Sport? Ist es Kunst? Ist es Politik? Auf jeden Fall glaube ich, dass es Elemente von allen diesen Bereichen in sich hat. Und das beweist, glaube ich, das folgende Schachrätsel, das ich hier vorbereitet habe. Und zwar rede ich von diesem wunderbaren Schachrätsel des russischen Großmeisters Alexander Petrov, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er gilt auch als der nördliche Philidor, ein großartiger Schachspieler und eben auch ein gewiefter Komponist von schwierigen und interessanten Rätseln. Und eines davon möchte ich euch heute hier präsentieren. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, die Schwarze Armee, das ist Napoleon und seine Truppen im Russlandfeldzug 1812. Napoleon steht vor den Toren Moskaus. Die weißen Figuren repräsentieren die zaristische Armee von Alexander. Der schwarze König ist Napoleon. Der weiße König ist der Zar Alexander. Man sieht irgendwie meine Pfeile nicht. Oh ja, doch, man sieht sie. Passt. Also der schwarze König ist der Napoleon,
Der weiße König ist der Alexander, Zar Alexander. Die weiße Dame, das ist der General Kutusow, der sich hier in St. Petersburg hinter dem Zaren versteckt. Dann haben wir hier die zwei weißen Springer. Das ist die Kosakenarmee, das sind die Reiter, die Reiterarmee der zaristischen Armee, die Kosaken. Und jetzt müsst ihr euch noch vorstellen, das Feld A1 ist Paris, ist Moskau natürlich. Napoleon steht vor den Toren von Moskau. Das Feld H8, das ist Paris. Dorthin würden ihn die russischen Truppen, die zaristischen Truppen gerne zurückschicken. Und das Feld H8 ist Sankt Petersburg. Und die Diagonale von H1 bis H8 symbolisiert den Fluss Beresina. Und die Kosaken beginnen jetzt sozusagen Napoleon bis über die Beresina zurückzudrängen. Und das schauen wir uns jetzt hier an. Die Kosaken beginnen ihre Attacken und beginnen den schwarzen König Napoleon zu jagen. Ein Feld. Schaut euch das an, ist das nicht faszinierend? Der schwarze König hat immer genau ein Feld, wo er hin kann. Und die Kosaken jagen ihn hier. So, hier muss man dazu sagen, gäbe es ein Matt in 1, nämlich mit Dame H8. Aber nachdem das nicht ganz der historischen Wahrheit entspricht und Napoleon ja über die Beresina sich zurückziehen konnte mit seinen Truppen, hat Petrov das Schachpuzzle hier so weitergebaut, dass es der historischen Wahrheit entspricht. Hier überquert Napoleon jetzt die Beresina, diese Diagonale. Und die Kosaken sind weiter auf der Verfolgung und jagen den französischen König bis nach Paris zurück. Und mit einem Schritt zur Seite von Zar Alexander setzt den Kutusow matt. Ist das nicht ein faszinierendes Puzzle? Ja, die Schachgeschichte ist voller solcher Schätze, großartiger Partien und großartiger Puzzles. Da gibt es natürlich noch sehr viel mehr. Und mir ist halt aufgefallen, dass die ganzen Streamer sich immer sehr den aktuellen Spielen, Recaps, Kommentaren von Carlsen, Hikaru Nakamura, wie sie alle heißen, widmen. Und ich habe mir gedacht, wenn das vielleicht von Interesse ist, würde ich so ein bisschen in der Schachtruhe der Geschichte kramen und hier ein paar schöne alte Partien und Schachrätsel und sonstiges ausgraben und euch präsentieren. Also lasst mich wissen, was ihr davon haltet und ich freue mich, euch bald wieder hier zu sehen bei Schach im Turm. Macht es gut. Ciao.